Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde. Heute liefern wir Ihnen einen Fußball-Leckerbissen auf Ihren PC. Radnachtal, Derby-Time ist angesagt. SV Zaunergrupp Wallern gegen SV Pöttinger Christkirchen. Und anders ausgedrückt, der Erste gegen den Dritten. Die Gschneidner Elf, ja überlegener Leader der Radio bei Österreich-Liga. Und die Wartinger Elf als Dritter, einer der beiden Verfolger neben Edelweiß. Ja, dieses Radnachtal-Derby, das hat so seine eigenen Gesetze und vor allen Dingen, es wird schon wochenlang nur über dieses Match geredet, eben ein ganz besonderes Derby. Ja, es ist einmal ein Derby, ja, das ist natürlich, das elektrisiert immer und natürlich die Tabellensituation gibt nur das Nächste dazu. Ja, es geht um die Spitze in der Oberösterreich-Liga und das macht es natürlich sehr, sehr interessant, dieses Duell. Ja, ist das Nahverhältnis von den zwei Dörfern, sage ich einmal, Wallern und Christkirchen. Und sicherlich die Situation in der Tabelle. Wallern ist Tabellenführer, wir sind Dritter, also ist eine Brisanz in der Partie. Uns geht halt die Riesentribüne ab wie in Dortmund, aber ist natürlich super, ja, wenn einmal Leute kommen am Fußballplatz, von dem lebt der Fußball und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ich glaube, es ist eine gesunde Rivalität zwischen beiden Mannschaften, ein bisschen zwischen beiden Vereinen. Und es hat sich im Herbst schon zweimal herausgestellt, dass da ein bisschen Pfeffer dabei ist und dementsprechend bin ich schon gespannt, was heute passiert. Ein besonderes Augenmerk werden die fast 1000 Fans hier im Zaunergruppstadion wohl auf die beiden Goleadors legen. Auf Seiten der Chris Kirchner, Robert Lenz, der Führende in der Torschützenliste der Radio bei Österreich-Liga. Auf Seiten der Gschneidner Elf, Oldboy Werner Topf. Es wird nicht reduziert auf Topf gegen Lenz, es ist halt Chris Kirchen gegen Wallern, beziehungsweise Erster gegen Dritter. Wir spielen daheim. Wenn der Robert halt ans schießt und wir gewinnen 2-1, ist mir genauso recht. Wenn ich ans schießt und wir verlieren 2-1, bin ich mit Sicherheit stinksauer. Also man sollte es nicht auf uns zwei reduzieren, sondern man sollte es auf das belassen, was ist. Es ist ein Spiel zwischen zwei sehr, sehr guten Mannschaften und es wird ganz eine spannende Geschichte. Ich kenne den Werner schon länger, ist ja klar, wir spielen ja schon ein bisschen Fußball und ja, ist ein guter Typ, ganz ein anständiger Bursch und ein guter Goalgetter, keine Frage. Ich war froh, wenn ich mit 37 da einer stand und die Dinger so reinhauen. Wer wird heute die Dinger reinhauen? Hoffentlich ich. Soweit der Vorbericht zu diesem Radnachtal-Derby SV Zaunergrupp Wallern gegen SV Pöttinger Christkirchen. Jetzt aber rein mitten in das Geschehen. Das folgende Spiel wird Ihnen präsentiert von Zaunergrupp. Wir verstehen uns als Dienstleister in den Bereichen Anlagenbau, Montage, Service und Instandhaltung sowie Personalbereitstellung. www.zaunergrupp.com. Die ersten 10 Minuten passiert wenig. Die Teams tasten sich ab. Dann allerdings nimmt das Derby Fahrt auf, wofür in erster Linie die Zaunergrupp-Boys verantwortlich sind. Und die in Minute 11 durch Philipp Haselgruber ganz nah am 1:0 dran sind. In Minute 20 zeigt Werner Topf, wie schnell er in seinem Alter noch unterwegs ist. Die Flanke zur Mitte, dort hat Leibezeder nicht den Mumm, alles zu riskieren. Fuchsjäger klärt auf Ratten. Dann die 25. Minute. Leibezeder plötzlich Mutterseelen alleine vor dem SVG-Goli. Aber dann versagen dem jungen Mann die Nerven. Das ist kein Schuss, das ist ein Schüsschen. Die Riesenchance zum 1:0 dahin. Nach genau einer halben Stunde das erste Lebenszeichen der Wartinger Elf. Bei Gatterbauers Schuss fehlt nicht allzu viel. Aber auch Haberl wäre im richtigen Eck gewesen. Die Top-Chancen hat aber auch weiterhin der Tabellenführer aus Wallern. Zuerst der Versuch von Herwig Drechsel. Danach stehen einem Kennedy-Treffer die Christkirchner Abwehrspieler im Wege. Wir schreiben Minute 33. Zaunergrupp Wallern drängt auf den Führungstreffer und ist diesem 5 Minuten vor dem Pausenpfiff durch Bundesliga-Schiri Muckenhammer ein weiteres Mal ganz nahe. Und es wäre ein Traumtor von Dominik Klinger gewesen. Aber Fuchsjäger hält seinen Kasten sauber. So sehen die knapp 1000 Fans in den ersten 45 Minuten zwar ein Topspiel, aber noch keine Tore. Wallern 0, Christkirchen 0. Hälfte 2 beginnt mit einem Paukenschlag, der das Geschehen der ersten 45 Minuten auf den Kopf stellt. Keine 120 Sekunden sind gespielt. Da startet Christkirchens Alexander Meister ein Solo und knallt dann das Leder unhaltbar in den Haberlkasten. Ein Traumtor des Sprösslings von Ex-Bundesliga-Kicker Karl Meister. Für die vielen Fans, die zu diesem Zeitpunkt noch ihr Christkirchner Bier ausfassen,
Der Treffer in Superzeitlupe. Wallern, aber nur ganz kurz geschockt, drängt sofort auf den Ausgleich, den sich die Chris Kirchner beinahe selbst einschenken. Werner Topps Flanke abgefälscht, die Kugel senkt sich über Fuchsjäger gefährlich Richtung SVG-Kasten, springt dann aber wieder ins Feld zurück. Das Ganze nur 3 Minuten nach Chris Kirchens 1:0. Gespielt ist eine Stunde, da setzt sich Harrison Kennedy gegen Fuchsjäger durch. Die Flanke zur Mitte, das Gästetor verweist, aber Topf kommt nicht ran an das Leder. Nur 6 Minuten später, traumhaft gemacht von Klinger, alleine unterwegs Richtung Gästetor. Dann bauscht sich aber nicht das Netz, es wackelt nur das Aluminiumgestänge. In der 70. Minute die nächste Großchance für die Kneitner-Elf. An diesem Abend will das Runde aber einfach nicht ins Eckige. Die Zauner Boys viel zu fahrlässig im Umgang mit ihren Möglichkeiten. Das zeigt sich auch eine Viertelstunde vor dem Ende. Wickerl Drechsel mit dem schnell abgespielten Freistoß. Und bei solchen Möglichkeiten schließt Oldboy Topf normalerweise die Augen, um den reinzumachen. Schön langsam läuft im Radio bei Österreich Lieder die Zeit davon. Aber auch in der Schlussphase nochmals eine 100er durch Florian Schwendner. Das ist es dann aber. Zum Unmut der Heimelf pfeift Muckenhammer nach genau 90 Minuten dieses Derby ab. Nachspielzeit hin oder her. Wallern hat es in der regulären Spielzeit versäumt, Tore zu machen. SV Böttinger Christkirchen gewinnt gegen Zaunergrupp Wallern ein sehenswertes Radnachtal-Derby mit 1:0 und verhindert damit einen Titelalleingang des Aufsteigers. Schlecht für Wallern, spannend und gut für die Liga. Die Stadt Christkirchen macht die Meisterschaft wieder spannend. Ja, aber man muss sagen, es war ein glücklicher Sieg. Wallern war fußballisch stärker, ist auch die stärkste Mannschaft in der Liga. Ich bin überzeugt, dass sie Meister werden. Aber wir machen das wieder interessant und wir schauen, dass wir unter den ersten 3 bleiben. Wir haben unsere Chancen gehabt. Also ja, ich kann der Mannschaft da keinen Vorwurf machen. Sie hat, glaube ich, einen sehr guten Fußball gezeigt. Leider Gottes haben wir nicht getroffen und somit kann man auch nicht gewinnen.